Alter, was geht ab, Leute? Hang hier. Die Ox ist X-Ray Time. Letzten 3 Minuten bin ich noch angekommen. Heute war stressig. Eine Menge Arbeit. Da habe ich noch schnell das Video für euch rausgehauen. Alle Infos zum Equinox Event. Gönnt euch. An sich nichts Besonderes außer Lunarstein. Beziehungsweise Shiny Lunarstein. Also für mich ja Lucky Lunarstein, aber nebenbei Shiny Lunarstein. Und Sonnfell, aber Sonnfell gibt es nicht mehr bei uns. Und hier haben wir den vorletzten Angus vom Deoxys für mich. Ich habe später um 16 Uhr noch zwei Versuche, um einen mindestens 93er zu bekommen, den ich dann maxen kann. Wenn nicht, dann ja, dann war es das leider mit Angus vom Deoxys. Ich habe einen 93er, aber der hat leider Attack 12, was halt sehr, sehr traurig ist. Vor allem für Angus vom Deoxys. Dementsprechend versuche ich da noch einen besseren zu bekommen. 100. Aber nee, Schmarrn, 93 reicht mir. Normalerweise 96, aber bei Deoxys, X-Rate, habe ich es runtergeschraubt auf 93. Also was ich sehr, sehr vermissen werde, ihr seht ja, ich bin in den letzten 3 Minuten gekommen. Ja, das einfach selber machen kann und entscheiden kann, wann und wo und wie ich das mache. Nächste Woche Verteidigungsform, da muss man sich wieder absprechen mit den Gruppen, wann ist man da, da muss man rechtzeitig kommen. Ansonsten hätte ich den hier nicht schaffen können. So. Auf geht's. Oh ja, oh, hättest du einfach sagen können. Jetzt, ich hab's alleine probiert, aber nicht ganz geschafft. Wie viel Zeit ist denn noch auf dem Raid? Eine Minute. Okay, dann nicht mal los. Warte. Ja, okay. Bist du stärker geworden? Ja, nicht ganz. Also doch schon, aber. Ja, also mit schon noch. Ja, genau. Ich bin jetzt schon alle ganz gut. So, wir mussten noch mal raus für einen Kollegen. Hat es alleine versucht, leider nicht geschafft. Halt, der hatte noch 3% Akku. Haben ihn noch schnell geschafft. So, und ich habe als kleine Belohnung für meine gute Tat 14,60 bekommen. Das wäre mein bester und potenziell 93. Mehr will ich gar nicht. Werden wir belohnt für diese gute Tat?
So. Und? So, der Kleine hat ihn. Konzentration jetzt auf den 1460er. Schauen wir mal. Besser. Also offensichtlich, weil X-Ray hat erhöhte Chancen. Da ist mir noch nie einer geflohen. Da muss man, glaube ich, schon echt wirklich, wirklich schlecht werfen. Und das 14, 15 Mal. KP und, oh mein Gott, sag mir nicht, das ist wieder dasselbe. Attack war wieder nicht dabei. Muss mein IV-Rechner rausholen, mache ich es zwar sehr selten, aber jetzt brauche ich die genauen WP, IV. So. Alter, tu mir das nicht an. Wieder Attack, Schwesterwert. 91. Attack 11. Digga. Enttäuschung pur, Mann. 14,60, so hoch, weißt? Dann ist es sogar ein schlechter als den ich schon hatte. 91, Attack 11. Und ich könnte jetzt meine Aufnahme verloren haben, weil ich den Teil verwendet habe. Den IV-Rechner. Nee, ist noch alles da. Komisch. Achso, an der Stelle hat es einfach abgebrochen. Okay, passt. An der Stelle, wo ich es aktiviert habe, ist dann einfach kein Bild mehr. Als hätte ich auf Stopp gedrückt. Ja, 91, Attack 11. Ein Versuch haben wir noch. Ich hole mal zwei Tangela ab. Vielleicht kriegen wir ja da 100er. Und? Tangela Nummer 1? Ne, leider nicht. Tangela Nummer 2? Alter, das mit den... war gar nicht so schlecht. Das enttäuscht mich so sehr, Mann. 14,60. Ich habe geschaut, Alter, 14,59 wäre es gewesen, 14,58, 14,61 oder so wäre sogar 98er gewesen. Einfach so, kennt ihr Schiffe versenken? Wir haben einfach so, überall sind Schiffe und wir schießen genau in das eine Loch, wo kein Feld ist. 14,60, Mann. 91, Attack 11. So, nächster Raid und letzter Raid. Das ist die letzte Chance auf guten Angriff vom Deoxys. Alter, ich hab das immer noch nicht verkraftet mit dem von vorhin. 14,60. 14,59 wäre gut gewesen. 14,61. Aber nein. Ja, meine Deoxys, meine Despoter sind angeschlagen. Weil ich habe gerade eine Arena-Runde gemacht. Und die Arena hier liegt halt genau auf meiner Arena-Runde. Deswegen habe ich hier auch zum ersten Mal eine Einladung bekommen. Hab einen Raid gemacht für die Arena-Punkte. Ja, und der hat zufälligerweise ausgelöst. Was interessant ist, weil ich habe mal die Zelle angeschaut, was alles noch in dieser Zelle ist. Nee, das war eine andere Zelle. Die Zelle ist relativ schwach. Es gibt diesen Stiefel da hinten und dann noch Frankfurter Ring. Unterführung Frankfurter Ring. Also an sich müsste diese Zelle hier eigentlich sehr oft auslösen, diese Arena. So, letzte Chance. Drückt mir die Daumen, Leute. Drückt mir einfach die Daumen. Hey, nice. Hey, Malik. Nein. Komm mal hier. Ich kann nur meinen Kopf schütteln. Das war's, Leute. Game over. Enttäuschung ist groß. Einmal gelbe Berge wegen der Quest. Ich muss 10-mal Ananas verwenden. Reicht aber vielleicht auch so. Und das reicht. Kein Wunder bei dem Schlechten hier. Enttäuschend. Das war's leider, Leute. Mein letzter Deoxys X-Raid, meine letzten zwei. Wir hatten nochmal einen kleinen Moment mit Hoffnung, aber die Hoffnung wurde uns schnell genommen. Schade. Jetzt muss ich warten, bis Deoxys irgendwann in freier Wildbahn, also
in den normalen 5er Rates auftauchen wird und dann versuche ich da einen guten Angriffsform zu bekommen. Ja, das war, ja, ich bin immer noch enttäuscht davon. Halt alles drumherum ist halt gut, nur dieser 1960er ist halt schlecht. Vor allem jetzt ist das schon das zweite Mal, dass das passiert ist. Den ich davor hatte, ist ja genauso schlecht. Nur 93 mit 12 Angriff. Aber naja, das war's von mir, Leute. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück mit Angriff vom Deoxys. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.